Hallo und herzlich willkommen zu Forest Village. Wir haben im letzten Mal eigentlich gar nicht viel gemacht. Wir haben zwei Häuser gebaut und haben wieder angefangen, ein wenig zu planieren. Das wird auch in den nächsten Folgen noch nicht besser sein. Ich hoffe, die werden jetzt nur fertig. Ich werde das Ding alles mal starten. Ich habe mir auch schon mal erlaubt, mal so ein paar andere Sachen zu setzen. Ich habe die aber noch nicht angefangen zu bauen. Das heißt, ich habe mal geguckt, ne, passt der Bäcker da in die Ecke rein? Weil ich habe ja gedacht, geil, das wäre doch nice, wenn hier der Bäcker noch hinkommt. Der passt da so gerade eben noch rein. Ich weiß nicht, wie das nachher mit dem Weg ist, ob der nachher so abgeschnitten ist oder ob das genug, ja, ob das reicht, sage ich jetzt mal. Und hier habe ich angefangen, endlich das Bienenhaus zu machen, damit wir Honig bekommen. Auch schön, auch lecker. Honig ist auch eine tolle Sache. Aber wir können dann mit dem Bäcker, ich denke mal, wir werden auch mit dem Bäcker anfangen zu starten. Da müsste auch mal ein Baum weg. Wir haben jetzt 165 Stein. Ich denke mal, das sollte wohl reichen, denke ich mal. Wir werden das Ganze auch mal ein bisschen beobachten. Ich habe das Landschaftsbau auch so ein bisschen noch im Blick. Ich weiß ja nicht, wir haben bald Winterende. Wir werden das Bienending noch nicht bauen, weil das lohnt sich noch nicht. Weil es ist Winter. Und wir bräuchten zwar nur Holz, aber ja, wir müssten vier Leute dann haben. Einer muss dann, zack, so einer wird dann das machen müssen. Aber ich weiß nicht, wie sie dann sind, ob sie dann die Sache abbrechen oder doch mal. Ich habe ja mal die Landschaftsbau pausiert, ja. Ich habe es ja mal pausiert, ne. Und dann, was ist dann passiert, als ich es pausiert habe? Die haben trotzdem weitergemacht, ja. Und da muss ich sagen, schade, ja. Naja. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie läuft das hier. Ach, da habe ich ja den Brunnen zwischen, richtig, stimmt. Hier müsste dann so, hier ist ja so ein Weg noch, genau, der muss dann noch weitergeführt werden, dann bis nach hinten hin. Aber dann müsste ich erstmal wieder so einen Weg nach oben bauen, damit die nach oben können. Damit die nicht den Weg von da ganz hinten, also von hier hinten, hier hochrennen müssen und dann da ganz hinten hinlaufen müssen. Das muss nicht sein, ganz ehrlich. Und da die ja fast so weit sind, also ich meine, die sind zu sechs da oben und wird der Bäcker jetzt da irgendwie gemacht? Nein, der Bäcker wird nicht gemacht. Es wird eher Landschaftsbau betrieben. Und ich weiß nicht, wenn die langsam fähig sind, ob die dann weitermachen mit anderen Sachen. Dass jetzt die paar Leute dann nur noch, also die sechs Leute, die ich dann da angeschafft habe, sozusagen, dass sie dann alles wegräumen und dass der eine, den ich jetzt hier eigentlich zum Baum beauftragt habe, endlich mal den Bäcker baut, den zweiten, damit der uns frisches Brot machen kann. Ja, denn dafür brauchen wir ja Mehl und wir haben 420 Mehl. Ich denke mal, das sollte eigentlich langen. Ja, also ich finde wirklich, das sollte mal wirklich langen. Und ja. Da müssen wir mal gucken. Wir haben ja auch immer noch zwei Holzhacker. Wir haben 105, ich muss echt sagen, wir haben 105 Kohle schon. Und ich werde noch alles, okay, Pause, machen wir Pause. Nein, speichern erstmal, okay, gut. 105 an Kohle, das finde ich gut. Aber wenn wir jetzt die Schmiede irgendwann haben, dann brauchen wir ja auch Gusseisen. Und für Gusseisen, dann können wir endlich neue, hochwertigere Werkzeuge machen. Dann brauchen wir halt den nicht mehr. Aber wir müssen halt so viel an 213 Stein. Guck mal, der hat Hunger. Der sollte mal schnell was essen. Dem ist kalt. Jetzt hat er was gegessen. Sehr gut. Sehr gut. Es läuft doch. Guck mal, 33 Leute sind wir mittlerweile. Also wir überleben das Ganze schon sehr gut. Ja, so, und jetzt kommt ja ein Magier vorbei, ne? Wisst ihr, jetzt kommt gleich ein Magier vorbei und macht Simsalabim. Ach nee, kann ja noch nicht. Wir müssen ja erstmal die Holzsachen da ins Lager bringen.
wo bringen die das jetzt eigentlich hin? Jetzt gehen die dahin und holen sich die Sachen da weg und bringen das dann wohin? Ach, die gehen dann hier hin. Okay, ja gut, okay. Aber der Weg ist auch weit, oder? Also ich finde schon, dass die Wege manchmal für die Leute zu weit sind. Ich hatte ja eigentlich gedacht, so das Lager hatte ich ja eigentlich gedacht, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt den Hafen gebaut habe, dass sie die Expeditionssachen einfach ins Lager packen können. Je nachdem, was ich denn da gerade am Experimentieren sei schon. Mensch. Ja, es heißt das Wort noch. Also wenn man Sachen entdeckt sozusagen. Oh, ich komme nicht mehr drauf, ich weiß nicht. Mein Wortschatz ist sehr eng geworden. Well, hä? Okay. Macht er ihr denn jetzt den Bäcker? Alles klar. Guck mal, hier sind schon mal Sachen für den... Ah, okay, hier sind auch schon mal Sachen. Okay, Holz hat er schon mal 65 hingeschickt, aber sonst hat noch keiner irgendwas gebracht. Guck mal, erstmal eine Pirouette, ja, ist ja klar. So, jetzt haben die eigentlich, also die müssen eigentlich nur noch die Sachen abholen von da hinten. Und das war's dann eigentlich, ne? Und dann kommt ein Magier vorbei und macht einmal Simsalabim-Bom und ist tief. Ja, das ist so. Wir haben bald 0 Grad. Das bedeutet, wir haben dann wieder 6 Leute frei, die dann auf die Felder können. Und 2 Leute, die dann von den Minenlinien befreit werden. Ah, guck mal, 0 Grad und wir können die Leute auf die Felder schicken. 6 und einen auf das Feld. Dann haben wir noch einen über. Beziehungsweise ich habe ja hier auch noch ein paar über. Dann machen wir hier wieder 2 draus. Dann haben wir 4 Leute über. Das heißt, sie können immer noch arbeiten. Ne? Ich wollte das nur mal eben sagen, dass sie dann trotzdem noch arbeiten können. Guck mal, und jetzt ist auch das Feld wieder da mit den Sachen hier. Aber es passiert hier nichts, weil erstmal schleppen sie das ganze Holz hier von dem Stapel weg. Ich meine, ich guck da zwar immer gerne zu, wie die das machen. Ja, so, zack, ich guck da hier zu, wie das weniger wird. Guck mal, auch die sind auch Steine dabei, sehr gut. Und wo wird es weniger? Ah, guck mal da wird der Stapel weniger. Sehr gut. Jetzt regnet das auch noch, aber ich möchte... Na, die Folge, die wird noch ein bisschen gehen. Das ist auch... Hallo. Du musst nicht verschwinden hier. So. Ja, und dann muss ich da noch eben schnell eine Schräge gleich wieder reinpacken in der neuen Ecke. Dann packe ich da die Schräge noch rein, die neue. Und dann, ja, machen wir bei der Schräge dann einfach weiter. Ich hoffe, dass dann der Bäcker fertig ist und dass wir dann den, dieses Bienenhaus dann gebaut haben. Aber wenn ich das jetzt auch noch bearbeite... Ah, guck mal, das Bienenhaus geht hier rüber. Och, schade. Ja gut, was soll ich machen? Ist das so? Habe ich das jetzt richtig rumgemacht? Ja, okay, da kommen die Öfen hin. Boah, ich habe jetzt gedacht, ich hab da was falsch gemacht beim Bäcker. Dann hätte ich das nämlich nochmal abreißen müssen. Mach doch mal hier, hol dir die Steine weg und dann gib ihn. Eigentlich möchte ich das schon wieder wegmachen hier. Das Bienending. Wieso hat er da 13 Holz schon hingepackt? Weißt was? Halt, weil das passt da nicht hin. Das ist vom, ist jetzt traurig, aber... Muss sein, leider. Muss sein. Weil ich kann das Bienenhaus da nicht hinmachen, weil wenn das über die Steine geht,
Ja, das konnte man ja im Winter nicht sehen, ne? Dass das da im Dings ist. So, das heißt, ich müsste hier auf jeden Fall, warte mal, ich muss hier auf jeden Fall nochmal Wasserdinger machen. Das bedeutet, ich müsste hier auf jeden Fall. Wo habe ich das denn? Wo habe ich denn den Brunnen? Da habe ich den Brunnen. Der müsste hier noch in der Ecke hin. Ah, den kann ich da nicht hinmachen. Ja, okay. Ja, okay, ist ja noch nicht weggemacht. Hast du da irgendwas stehen oder was, dass du da nicht weiterkommst oder was? Ich verstehe das nicht. Was holen die denn da immer noch weg? Sind die immer noch so weit am Bauen, dass sie da noch nicht hinkriegen? Guck mal, die haben ja fast alles weg. Guck mal an hier. Das ist ja schon. Guck mal, jetzt ist alles weg. Und gleich kommt ein Magier vorbei, oder? Da steht dann noch was. Guck mal, oh, da ist ein Magier vorbei. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Ihr habt das nicht gesehen, ne? Soll ich nochmal zeigen? Oh, nee. Ja, ist doch nicht wahr. Wie weit haben die das jetzt? Also wie weit haben die das gemacht? Wie weit haben die das gemacht? Ja, okay. Aber ich sag mal so, wenn ich das jetzt mal so von oben sehe. Ich finde, das ist schon, da kann man auf jeden Fall schon mehr machen. Haben wir da jetzt so eine Art, nee, das ist so ein Streifen, ne? Wollte ich doch gerade sagen. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall irgendwann jetzt die, ja, Scheiße, Werkzeuge, bestimmt. Ja, ist ja gut, ja. Wie viele Werkzeuge haben wir denn? 21. Also bevor wir da klamottenmäßig haben wir aber auch noch genug, ne, oder? 58. Ja gut, komm, mach mal ein paar Klamotten hier noch mal. Was habe ich denn hier? Auf wie viel habe ich das gemacht? Auch auf 200. Habe ich jetzt einfach mal so gemacht. Jetzt bauen sie hier den Bäcker, ne? Genau, jetzt wird der Bäcker da gebaut. Ich habe mal die Lehmmine und die Steinmine so ein bisschen im Blick. Nicht, dass die Leute alle nach und nach sterben wegen irgendwas. In der Steinbruch werden die noch ein bisschen verbringen müssen, aber in der Lehmmine, da könnte ich mir vorstellen, wenn wir da mal im Winter mal mehrere Leute reinpacken, dann kann es durchaus eng werden. Aber dann kann die Lehmine da weg und dann können wir da die Mauer weiterbauen. Ja, dann würde ich da die Mauer weiterbauen und dann hierhin weiterbauen und dann da ausbauen. Also, dass ich da nicht mehr weiterbaue. Ich könnte hier natürlich noch das erhöhen wieder und dann könnte ich hier noch wie hinten weiterbauen. Aber ich kriege da ja noch nicht mal ein richtiges Hotel hin. Oder eine Schenke. Also, normalerweise müsste am Hafen eine Schenke noch hin. Ja. Und die Schenke kriege ich ja nur dahin, wenn es auch passt. Aber ich habe die Schenke ja probiert und die gingen bis zum Dings hinaus. Aber wenn ich jetzt hier aufhöre, mit dem Dings zu bauen, also mit dem Weg zu bauen, und ich würde die Schenke hier in der Ecke machen, wenn jetzt die Lehmine weg ist, dann könnte es vielleicht passen. Vielleicht. Oder ich mache die Schenke einfach so hier quer hin, wenn es denn passt. Ich weiß es aber nicht. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, da könnt ihr euch auch gerne mal in den Kommentaren austauschen. Wenn ihr darauf Bock habt, natürlich. Nur dann. Sonst nicht. Nur dann. Ja, so, jetzt wachsen natürlich hier die ganzen Bäume gerade wieder. Ja, wir warten noch, bis sie gewachsen sind. Und dann werde ich hier noch die Schräge jetzt einbauen. Die Schräge, wo ist die Schräge hier? Zack. Da. Dann werden wir hier noch so eine Art Schräge bauen. So. Genau. Also. Genau so. Zack.
Kontakt damit und dann kann die Schräge hier wieder gemacht werden. Und zack, die Schräge ist fertig. Oh, und der Baum wurde ein bisschen ausgegraben. Alles klar. Ja, aber ich muss hier auch so eine Art Weg bauen. Zumindest so zum Brunnen hin. Oder? Dass ich hier so eine Art Weg habe. Ich finde, das ist schon. Und dann habe ich hier noch so ein bisschen Weg. Oder? Oder ist euch das... Also ich will auf jeden Fall den Weg hier hinbauen. Und dann will ich auf jeden Fall hier noch so ein Weg hinbauen. Auf jeden Fall zu darüber. Aber wenn ich jetzt anfange, hier den Weg zu bauen, dann gehen die einfach zu den Straßenwegen und dann bauen die das erstmal. Deswegen warte ich noch eben mit den Sachen ab. Weil dann könnte ich nämlich weiter hier nach hinten hin bauen. Weil ich möchte hier dann noch wieder ein paar Häuser bauen. Hier hinten will ich dann wieder so ein paar Felder bauen. Ja, und dann muss ich so langsam mal kurz darauf achten, dass ich den Hafen mal baue. Und der Hafen soll ja auch mal langsam und sicher mal gebaut werden. Ne? Also das ist ja... Aber dafür brauchen wir 390 Steine und ja. Ich erzähle gerne die Geschichte noch einmal aus der ersten Staffel. Da haben wir halt sehr viel Holz gebraucht. Jetzt haben wir Holz en masse, aber dafür fehlt uns jetzt Stein. Ja, also von daher, wie lange das wohl dauern wird, dass wir hier Stein... Ich hoffe, wir haben auch kein Erzproblem, denn Erze brauchen wir natürlich auch. Ja, weiterhin. Und wenn ich ganz ehrlich sein will, will ich jetzt auch mal ganz gerne gucken, wenn ich jetzt hier einfach beigehe. Sorry, wenn ich das jetzt mal so mache. Alter. Ja, ist schon ein bisschen. Und ich habe nur ein bisschen abgesteckt. Alter, Alter. Er macht ja eh nur 50 mal 50, ne? Glaube ich, oder? Hallo? So, hier so, zack, zack, zack. Ich weiß gar nicht, wie viel breit die halt da sind. 2300, 400, 500, 600, 700, 800. Okay, okay, okay. Nein, nicht so weit, nicht so weit. Da wird man gierig, ne? Da will man mehr, ne? Und dann wird man voll gierig. Ich lasse das jetzt mal alles so. Also nicht, dass sie jetzt so viel abbauen sollen oder so. Nein. Warum denn? So, vier Leute. Guck mal, da ist jetzt einer bei. Guck mal, ich werde mal kurz einen zweiten dazu holen. Der wird dann eben mithelfen. Und dann ist der Bäcker auch gleich fertig. Dann kann der nämlich Brot machen. Und guck mal, da, zack, jetzt ist dann ein zweiter dabei. Jawohl, dann läuft das gleich viel besser. Dann kann der eine jetzt eben was essen. Der andere macht dann kurz weiter. Wenn der andere wiederkommt, kann der andere wieder essen. Guck mal, dann geht das gleich viel schneller. Tag 21. Und da gucke ich doch gerne zu. Und schon ist die Folge wieder zu Ende. Ja. Also ich muss sagen, es läuft schon langsam und das Dörfchen wird langsam zum Town. Würde ich mal sagen, oder? Ich würde ja ganz gerne, also nicht, dass ihr mir jetzt da sehr böse werdet oder was auch immer, ich würde hier hinten ganz gerne den Platz nutzen, um den Bergfried zu bauen. Ja, ich weiß zwar noch nicht, wie ich das ganz machen möchte. Ich habe noch gar keine Ahnung. Aber hier hinten soll irgendwann der Bergfried sein. Eigentlich heißt er Bergfried, weil er auf dem Berg ist. Aber bei mir ist er auf dem Land. Dann heißt der Berg einfach Landfried. Ist ja auch nicht schlimm. Also von daher würde ich mal sagen, der Bäcker ist gleich fertig. Ich sag dann erstmal, ich bin dann raus. Ach, guck mal, der Arbeiter Chase. Oh, ich glaube, ein Altersschwäche. Aber wie gesagt,
Warte mal, hat er diesen benutzt? Ich muss hier wahrscheinlich... Ah, okay. Scheiße. Das finde ich jetzt ein bisschen doof, wenn ich jetzt hier in der Mitte so einen Scheiterhaufen machen würde. Oder? Ich muss nochmal einen Scheiterhaufen setzen. Ich muss nochmal ein Häufchen setzen. So in der Mitte so. Finde ich ein bisschen doof, oder? So, wenn man da in der Stadt so aufgebahrt wird und so am Trauern ist. Ich müsste aber mal eben gucken, wie ist die Range? Also die geht eigentlich. Also wenn da hinten, also wenn die Stadt... Also ich finde das schon ein bisschen makaber, so mitten auf dem Marktplatz und dann, da ist jemand gestorben und dann... Das finde ich ein bisschen doof. Das sollte schon so ein bisschen abseits sein. Aber wenn ich jetzt hier den hier hinten hin mache, dann haben halt die Häuser hier hinten. Also dann hat halt das Haus hier kein Ding. Und da weiß ich nicht, ob das dann irgendwann, ja, ob das gut ist. Heieiei. Ach ja, und der Brunnen. Also gut, den kann ich sowieso noch nichts setzen, weil... Oder ich mache das doch einfach hier hin. Ich weiß das nicht genau. Dann ist halt auf dem Marktplatz halt eine Attraktion. Keine Ahnung. Ich weiß das doch auch nicht. Oh Mann. Also ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr das okay finden würdet. Ist zwar ein bisschen makaber, aber ich sag mal so. Den setze ich jetzt einfach mal dahin. Und gut ist die Sache. Und den Bäcker teile ich auch schon mal zu. Er soll Brot machen. Achso, Brot, genau. Machen wir Brot und dann teile ich hier schon mal Pupp. Ein Bäcker zu und dann lasse ich hier schon mal da wieder ein zu. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einfach eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, würde ich sagen, oder? Zu Forest Village. In dem Sinne, haut rein.